Ich heiße Daniel Fröhlich, arbeite hier im Westklinikum Hamburg in der psychosomatischen Abteilung im Haus 10 und ich bin hier auf der Station 16 die pflegerische Stationsleitung. Ich bin seit 9 Jahren hier im Haus, habe angefangen als Zeitarbeiter auf vielen somatischen Stationen und habe dann vor 8 Jahren gewechselt hier in die Psychosomatik. Hier die Station 16 hat den Schwerpunkt Depression, was viele Krankheitsbilder mit umfasst, Angststörung, Anpassungsstörung und das chronische Schmerzsyndrom. Wir von der Pflege begleiten den Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung in vielerlei Hinsicht. Wir sind nicht nur für das Somatische zuständig, sprich die Medikamente stellen, Vitalzeichen messen. Wir begleiten dem Patienten in seinem psychotherapeutischen Prozess. Er kann bei uns andere Beziehungserfahrungen erleben. Wir versuchen, einen sicheren Rahmen mit Struktur zu geben, wo der Patient sich wohlfühlt. Ein positives Erlebnis ist, wenn ein Patient am Ende der Behandlung, zum Beispiel bei den Schmerzpatienten, doch mit deutlich weniger Schmerzen geht oder auch mit deutlich weniger Schmerzmedikation geht. Und das hier erlernen konnte, wie es dazu eventuell kommt. Ich arbeite gerne hier in Rissen, weil das Haus Krankenhaus an sich schön aufgeteilt ist, die psychosomatische Abteilung hier so ein bisschen im Grün liegt und wir hier im interdisziplinären Team eine wirklich sehr gute Zusammenarbeit haben.